Leichte Verzögerung hier, bitte um Entschuldigung. Gerade noch in zwei wichtigen Calls gewesen. Von daher hat sich die Zeit ein Stück weit hier verzögert. Aber jetzt wiederum hier bei uns und entsprechend hier bei uns vor allen Dingen natürlich gerade wiederum bei der Frühstücksbörse. Tja, Aktienmärkte legen doch wieder langsam, aber ein Stückchen weit jedenfalls wie der Markus'sche Zwölfzylinder vollgasmäßig los. Markus, grüß dich erstmal hier wiederum. Willkommen zurück. Gerhard sagt ebenso: Hey Frankie, alles gut, guten Morgen. Und wir gucken mal, was die Aktienmärkte entsprechend weiter treiben könnte. Auf der einen Seite vielleicht aber erstmal Blicke hier. Komischerweise hat er immer hier den alten Wirtschaftskalender offen. Mein altes Screenshot hier, mein altes Saving. Wir haben heute den harmonisierten Verbraucherpreisindex aus der europäischen Seite. Ja, der könnte den Markt vielleicht ein wenig bewegen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch hier die Rede von Governor Bailey seitens der englischen Notenbank. Dürfte kaum großartige Wichtigkeit für mein Dafürhalten jedenfalls mitbringen. Was wir aber natürlich sehen, auf der anderen Seite sind weiterhin hier eher etwas, ein Stück weit jedenfalls positive Effekte. Positive Effekte, wenn wir uns jedenfalls dort die Situation rund um den Brexit anschauen. Zum einen haben wir dort eher leicht versöhnliche Worte. Das konnte nämlich gestern dann entsprechend auch hier dem Pfund ziemlich aus dem Keller helfen. Das Pfund, was wiederum hier zwar gegenüber dem Euro-Pfund dann weiter abschwächt im Währungskurs, im FX-Paar, aber natürlich ganz klar darauf hin, weil das Pfund hier weitere Stärke anzeigt. Das heißt, Euro-Pfunde schwächelt weiterhin. Das sieht auch nach wie vor eigentlich ganz positiv aus. Das heißt, auch hier meine Trading-Position, die ich weiterhin offen hatte, für diejenigen im Telegram dort, die haben gestern von mir eine leichte Information oder ein Update entsprechend ebenso bekommen. Euro Pfunde schwach. Der Trade oder die Handelskerze sieht positiv aus. Das wäre natürlich jetzt eher eine bullische Handelskerze. Insofern könnte man zweierlei sagen. Man könnte natürlich sagen, okay, während des asiatischen Handels sind wir leicht, haben uns leichte abgeschwächt. Jetzt danach auf der anderen Seite läuft es dann weiterhin nach oben. Und die Möglichkeit, wie gesagt, die wir hier feststellen, die Möglichkeit auf der Long-Seite sieht natürlich weiter gut aus. Das heißt, insgesamt gäbe es natürlich hier die Möglichkeit, ganz klar davon auszugehen, dass Euro-Pfunde sich weiterhin schwächelnd zeigt und weiter natürlich dann hier auf der unteren Seite mit einem starken Pfund weiter positiv hier bewegen könnte, also Euro-Pfunde weiter fallen könnte. Gucken wir uns das Ganze allerdings, wie gesagt, langfristig an, sehen wir natürlich auch hier so etwas wie Kerze, Unterstützung. Kerze hier. Technisch gesehen glaube ich oder frage ich vor allen Dingen dann natürlich auf der anderen Seite, ob das Ganze hier viel Sinn macht, insofern die Charttechnik uns dann hier weiterbringen kann, denn wir natürlich insgesamt sehen oder vielleicht mal den Blick dann Richtung Pfunde US-Dollar weiterhin gerichtet, was wir feststellen können hier. Ist natürlich ganz klar, dass es entsprechend hier um die politische Sache geht, die politische Situation geht. Insgesamt global gesehen, Covid-19, stellen wir fest, dass die Regierungen ein Stückchen weit vielleicht sich eher zurückhaltend präsentieren. Die Fragestellung, die sich weiter natürlich hier dann aufdrängt in dem Zusammenhang, ob es entsprechend hier weitere Lockdowns geben könnte, obgleich auch die Infektionen wiederum weiterhin steigen. Das erstmal so als Information vielleicht hingenommen hier, scheint jedenfalls die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht da zu sein, vor allen Dingen natürlich auch in Großbritannien, wo ebenso Leute auf die Straße gehen und entsprechend dagegen demonstrieren. Das heißt, insgesamt vielleicht eine gekniffene Situation auf der einen Seite, die aber trotzdem natürlich positiv, wie gesagt, positiv dazu führen könnte, momentan jedenfalls, dass oder positiv dazu führt, so rum gesehen, da wir natürlich in Großbritannien entsprechend, wie gesagt, eher versöhnliche Worte bezüglich eines Brexit-Deals sehen. Und das könnte vielleicht die treibende Kraft dahinter sein, warum das Pfund sich weiter positiv bewegt. Zweierlei. Pfund US, also nach wie vor im schwachen Trendkanal unterwegs. Das heißt, wir sehen nach wie vor hier, diese Unterstützungszone wurde nach unten hin verlassen. Insgesamt heißt das natürlich also, dass hier, wie gesagt, weiteres Abwärtsmomentum bestehen könnte. Allerdings hat die Volatilität ein wenig zugenommen. Der Markt schwankt also munter seitwärts und dann damit einhergehend abwärts hin und her. Und wie gesagt, die Unterstützungszone, die wir hier sehen, die Unterstützungszone hier zeugt natürlich ganz klar davon, dass, wie gesagt, das Momentum auf der Short-Seite im Markt bestehen könnte und das Momentum auf der Short-Seite nach wie vor hier natürlich dann entsprechend mittelfristig zurückkommen könnte. Wir müssen also abwarten, was hier passiert und gucken, inwiefern die Marktbewegung dort politisch gesehen getrieben weiterhin hier Aussagen für uns
mitbringen. Also das hier ganz klar zu Deutsch übersetzt, Zockertrades. Wenn wir uns dort raushalten wollen, sollten wir erst einmal vielleicht das Pfund hier ad acta liegen und entsprechend erst einmal dort auf der Seitenlinie warten. Wie gesagt, gibt dort viele andere Handelsmöglichkeiten, die sich mit Sicherheit hier oder die mit Sicherheit eine andere Nutzen-Chance oder eine Nutzen-Risikomöglichkeit mitbringen könnten, die wie gesagt hier mit weiterem Momentum natürlich dann in andere Richtungen uns nach oben positiv gesehen katapultieren könnten. Gucken wir uns an, wenn wir weitergehen, natürlich dann im Euro-Dollar, wie die Lage aussieht. Das heißt, Euro-Dollar bewegt sich erst einmal kaum. In dieser Woche haben wir leichtes positives Potenzial hier gesehen. Das heißt ja eigentlich eher zweierlei. Und zwar zwei Trendlinien, die sich mir hier aufdrängen. Und zwar ganz klar aus der Charttechnik herrührend haben wir hier die vormalige, ein Stück weit Widerstand, aber hier Unterstützung, Unterstützung, Unterstützungszone. Sollte der Markt sich bis zu 1,1770, also aufwärts bewegen, wäre das natürlich dann ganz klar weiterhin hier unser Verkauf, also unser Verkaufsziel oder unsere Verkaufsmöglichkeiten, ein Sell Limit Order, also einen Markt, den wir oben verkaufen wollen, wäre mit einer Sell Limit Order abzubilden. Auf der anderen Seite könnten wir natürlich auch ganz klar hier davon ausgehen, sollte der Markt fallen und der US-Dollar weitere Rückendeckung dort bekommen, könnten wir natürlich auch hier auf der Wochenebene ganz einfach eine Sell-Stop-Order legen. Das heißt, genau zwischen dieser Zone erwarte ich erst einmal eine Handelsbewegung, die vielleicht auch erst einmal anhalten könnte. Denn insgesamt dürfte es ja interessant werden, nachdem ja wir mitbekommen haben, dass Donald Trump dort eher ein Stück weit, tja, wenig in der steuerlichen oder auf der steuerlichen Seite dort bezahlt und wie wir es mitbekommen haben, in den letzten Jahren insgesamt kumuliert nur 750 US-Dollar dort bezahlt hat. Die Auswirkungen entsprechend in dem Zusammenhang für insgesamt dann also für insgesamt natürlich dann die Wahl bleibt abzuwarten, halte ich für eher weniger wichtig der Fall. Die Frage natürlich trotzdem, die weiterhin hier lautet, ist entsprechend, wie entsprechend heute Abend die TV-Debatte dort einen gewissen kleinen Einfluss mitbringen könnte. Auch hier wird es mit Sicherheit, Markus Koch hat es zitiert, mit ich setze mich hin mit einer Tüte Popcorn, genau, so in etwa dürfte dort mit Sicherheit hoch hergehen zwischen den beiden Kandidaten. Ausgang natürlich ganz klar ungewiss, aber eines sei vorhergesagt, die Schwankungsbreite dürfte zunehmen und ich sehe erst einmal technisch gesehen Möglichkeiten, dass der Chart hier den US-Dollar beflügeln könnte. Auf der anderen Seite allerdings die Frage, wie gesagt, die ich habe, ob dauerhaft und fundamental gesehen an sich dort entsprechend auch dauerhaft fundamental gesehen natürlich der US-Dollar entsprechende Rückendeckung bekommen dürfte. Das wäre das, was natürlich mir hier im Kopf weiterhin herumschwirrt und da könnte man natürlich auch nochmal davon ausgehen. Wir haben ja noch ein paar Stunden in Anführungsstrichen jedenfalls hier. Wir haben noch den Dienstags- und Mittwochhandel hier. Das heißt, Obacht auch das, auch mal vielleicht hier als Eigenkritik hier in meinem Fall gerne auch mal drüber gestolpert. Gewinnmitnahmen zum Ende des Handelsmonats hier heute und morgen könnten die Märkte entsprechend ebenso mit Bewegungen entsprechend hier spicken, wo wir dann sagen, hey, warum tendiert der Markt denn jetzt in die Bewegungsrichtung oder dort in eine gewisse andere Richtung hier? Das heißt, also das, was stark gestiegen war, könnte vielleicht ein wenig wiederum fallen aufgrund von Gewinnmitnahmen. Das, was stark gefallen war, könnte vielleicht wiederum auch zulegen, wenn wir uns gerade zum Beispiel auch mal Silber anschauen. Strategisch gesehen dann, nächstes Thema hier, Silber hängt unterhalb dieser Unterstützungszone sehr positiv. Unterstützt natürlich ganz klar mit Aufwärtsdruck hier fest. Das heißt, wir sehen hier, der Markt kann sich von dieser Ebene lösen. Im Wochenchart ganz klar immer noch bearish, ne? Also bearische Bewegung. An Beginn dieser Woche nach oben, Rücklauf, wäre dann weiteres Fallpotenzial natürlich vielleicht vorprogrammiert hier. Gucken wir uns das Ganze dann auf Monatsebene an, sehen wir natürlich Potenzial bis in den 20er Bereich wäre sogar möglich. Die Frage ganz klar, was sich hier in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten dort präsentiert. Für mich ganz klar, physisch gesehen nach wie vor alles eher Einstiegskurse. Markus, wir hatten ja vor einiger Zeit dort uns zu einem anderen Thema, zum Edelmetallthema dort ausgetauscht und in dem Fall, ne, sehen wir natürlich jetzt auch hier meine Variante jedenfalls, dass durchaus hier in die Zukunft blicken, vielleicht auch mal die ein oder andere Unze oder der ein oder andere Kilobarren an Silber eine gute Portfolio-Beimischung mitmachen oder einer guten Portfolio-Beimischung entsprechend positiv unterstützen könnte. Das heißt, die Variante, die wir hier sehen, wäre jedenfalls das, was, wie gesagt, ich erwarten würde und was ich natürlich hier ganz klar auf der oberen Seite hier ganz klar weiterhin auch in die Zukunft blickend erwarten würde. Das heißt, Potenzial sehen wir durchaus einiges und ganz klar hat natürlich dieses Potenzial hier vielleicht auch sich bereits schon erschöpft, indem
Zufall, als dass vielleicht der Markt bereits wiederum zurückläuft. Ähnlich mit dem Volatilitätssprung hier. Es gibt da von Markus Krall eins oder das eine oder andere Interview, der durchaus vielleicht auch Nationalbanken oder nicht nur die Federal Reserve, auch weitere Banken und große Bankhäuser in Verdacht haben könnte. Nein, Verdacht klingt schon wieder negativ, an dort der Volatilitätsschraube zu drehen. Da ist mir insbesondere ein Interview aufgefallen, wo es darum gehen könnte, vielleicht einfach mal die Anleger ein Stück weit hier im Edelmetallmarkt ein Stück weit ins Boxhorn zu jagen. Ob da was dran ist, weiß man nicht. Aber wir sehen natürlich, dass diese große Zunahme an gerade aktuell fallenden Preisen durchaus interessant ist. Vielleicht hat da jemand ein Interesse daran, die Edelmetallpreise noch einmal ein wenig, wie gesagt, nach unten zu prügeln, um dort günstige Einstiegsmöglichkeiten zu finden, um dann billig wiederum die Märkte zurückzukaufen. Physisch, wie gesagt, war ich dabei durchaus hier möglich. Interessante Punkte, um hier nochmal erneut wiederum ein bisschen auf einem etwas besseren Niveau vielleicht nachkaufen zu können. Denn wie wir es wissen, natürlich hier hat Edelmetall oder haben Edelmetalle noch sämtliche Krisen überlebt. Wir kennen noch kein Edelmetall, was unfehlbar gewesen war, rückblickend jedenfalls in die Vergangenheit. Im Gegenteil dazu waren natürlich gedruckte, ungedeckte Währungen, die quasi entspannt vervielfältigt werden können, ohne großen Aufwand, natürlich immer wieder mit einer relativ kurzen Halbwertszeit versehen. Das heißt, insgesamt natürlich hier durchaus vielleicht mal drüber nachzudenken, ein Stück weit in vielleicht etwas positivere Sachwertanlagen hier auch zu diversifizieren, parallel zu dem jedenfalls, was wir natürlich hier immer an den Märkten auch hier erzocken. Heißt also, der US-Dollar und der Einfluss zu den Edelmetallen natürlich ganz klar. Das heißt, der erste Mal sollte Silber nochmal abtauchen, könnte das auch noch einmal günstigere Einstiegsmöglichkeiten hier für mich bedeuten. Bin dort auf der, muss ich klar sagen, auch auf der Optionsseite ganz klar long ausgerichtet. Ich bin auch dort physisch wiederum in den Markt reingelaufen und habe mir dort etwas besorgt. Das heißt, insgesamt könnten wir natürlich hier mal gucken, wie sich die Konflikte insgesamt global gesehen weiterhin bewegen und was wir dort an Nachrichten Informationen hier herausziehen könnten. So, Konflikte Aserbaidschan und vor allen Dingen dort Aserbaidschan und Armenien geht weiterhin nach vorne. Das ist natürlich stark negativ, hat allerdings bisweilen noch keinen Einfluss in den Rohölpreis finden können. Das könnten natürlich interessante Punkte sein, die hier auch vielleicht für weiter bullisches Szenario sprechen. Die beteiligten Nachbarstaaten, möchte jetzt nicht von einem Stellvertreterkrieg sprechen, aber die beteiligten Nachbarstaaten, inklusive natürlich auch die Türkei und Russland, sprechen die durchaus auch einzeln jedenfalls verschiedene Ansätze und Ziele dort in diesem Konflikt verfolgen, könnten natürlich entsprechend dann auch vielleicht nicht direkt zu einem, nach meines Wissens jedenfalls, hier direkt zu einem Flächenbrand führen, aber natürlich dort größere Bewegungen an den Märkten mitbringen und dafür sorgen, dass durchaus auch hier noch mehr zu erwarten sein könnte, mehr also an Verwerfungen, die wir in den Märkten sehen, mehrere Bewegungen und dann eventuell auch ein steigender Ölpreis. Das heißt, vielleicht nicht so verkehrt, erst einmal fast schon gar blind eine Order zu legen, ob wir jetzt hier auf dem 40er Niveau kaufen oder irgendwie oben bei der 40-80, wäre eher meine Variante, da könnten wir natürlich ein wenig auf der Long-Seite profitieren, denn hier käme noch dazu, dass diese steigende Dreiecke noch im Markt positiv sich verhält, also bearische Bewegung, Rücklauf direkt bis zur vormaligen Unterstützung, jetzt dann in Anführungsstrichen Widerstandszone, nicht unbedingt eine konkret genau zu nehmende Ebene, die wir hier sehen können, aber dort eine Zone, um die wir hier relativ markant umhergelaufen waren, inklusive natürlich bevor der Markt hier stark eingebrochen war, wir dort einen Widerstandsbereich gefunden haben und genau das würde ich auch jetzt wiederum erwarten und zwar ganz klar natürlich hier, dass wir ganz klar sehen, dass diese bullische Bewegung hier, die jetzt sich in Aufwärtspotenzial gedreht hat, dazu führen könnte, dass natürlich weiteres Aufwärtspotenzial, wie angesprochen, gerade nochmal weiter die Long-Seite befeuern könnte. Das heißt, in meinem Fall wäre das natürlich dann hier eine Gegenbewegung zu der Verkaufsorder, die ich. Kann ich kein Öl handeln? Was ist denn hier los? Kann ich überhaupt was handeln? Das habe ich eben schon mal gehabt. Irgendwie ist hier etwas faul mit meinem MetaTrader. Das eben schon gehabt, dass hier irgendetwas faul ist. Okay, muss ich gleich im Nachgang zum Webinar schauen, ob sich das Fenster einfach nur in einem anderen Chart öffnet. Das wäre ja ein wenig komisch hier. Gut, checke ich gleich. Das, wie gesagt, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, das, wie gesagt, hier die Variante. Achso, was ist denn, wenn ich jetzt hier oben sage? Trading by Stop. Auch das macht er nicht. Okay, doch, das macht er.
Das macht er. Interessant. Gut, ja, ich werde nochmal schauen. Wahrscheinlich ist es nur, handelt sich hier nur um einen kleinen Bug, aber in dem Fall wäre das, wie gesagt, die Variante, die ich hier durchaus auch genau, die ich auch durchaus hier natürlich vollziehen würde. Das heißt, dort auf der Ebene, jetzt sind wir hier auf der Wochenebene, genau. Dort auf der Wochenebene, oberhalb des Hochpunktes, richtig, genau. Eine Kauforder, die, wie angesprochen, hier gerade natürlich entsprechend mit Long-Potenzial kurzfristig in dem Konflikt uns helfen könnte. Also das wäre die eine Variante, die ich hier sehe. Des Weiteren natürlich immer noch die gesamte größere Fragestellung, die hier bei mir bleibt, nach wie vor in dem Konflikt insgesamt Covid-19 oder nicht Konflikt, aber in der weiteren infektionellen Ausbreitung dort rund um Covid-19, könnte man natürlich auch entsprechend hier weitergehen und sagen, hey, sollte es zu einem weiteren Lockdown kommen, wie gesagt, ich gehe kaum davon aus. Glaube eher, dass es auch ein Stück weit ein politisches, vielleicht auch nicht unbedingt verkehrtes Druckmittel dort widerspiegeln könnte, um insgesamt zu sagen, dass es dort weiterhin natürlich ein wenig, wenn es nicht alles ausreicht, was wir tun, dass man dann zu weiteren drastischeren Methoden greift. Das wäre ja so ein bisschen hier die Kommunikationsvariante seitens der Regierung in Singapur, aber vielleicht auch entsprechend global das Ganze zu nutzen, denn die wirtschaftlichen Auswirkungen sind natürlich viel zu verheerend bei weiteren globalen Lockdowns und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass das Ganze insgesamt in großem Umfang so haltbar wäre. Heißt aber trotzdem natürlich, dass bei weiteren durchaus geringeren oder aber trotzdem weiteren umfangreicheren so rum, Beschränkungen natürlich auch entsprechend der Ölmarkt weiter leiden könnte, denn die wirtschaftliche Nachfrage nach wie vor basiert ja hauptsächlich auf dem Ölpreis entsprechend ebenso oder andersrum. In dem Fall dürfte natürlich der Ölpreis dann entsprechende Bewegungen hier zeigen. Das wäre eher die Short-Theorie und wie gesagt, Long hätten wir jetzt dann die andere Seite rund um den Konflikt dort in Bergkarabach, der natürlich da ganz klar weiterhin hier ölpreistreibend sein dürfte. Damit käme ich schon fast zum Ende. Edelmetall habe ich angesprochen. Der Yen bewegt sich nach wie vor wiederum kaum. Aktienmärkte, die habe ich noch nicht angesprochen. Damit genau geht es weiter. Die zeigen beiderlei. Und zwar sehen wir im DAX eine gute Unterstützungszone. Die sieht technisch eigentlich ziemlich sauber aus. Mehrfach ja schon hier angeschaut. Auf der anderen Seite halte ich zwar halt natürlich das Ganze handelswert. Und auch hier könnte man sagen, Trendfortsetzung. Also Tageschart bullisch. Allerdings die Frage, bis wohin laufen wir? Und da sehe ich so langsam natürlich bei 13.100 schon wieder den Grenzpunkt und meine richtig viel Potenzial dürfte auf der oberen Seite nicht mehr sein. Und dieses Potenzial auf der oberen Seite, wie angesprochen, könnte natürlich dann alsbald schon zum Ende führen und entsprechend uns zeigen, dass vielleicht hier so langsam, ha, jetzt habe ich es entdeckt, auf meinem anderen Monitor, da war, jetzt haben sie mich aber gefoppt hier, jetzt muss ich über drei Monitore hier rüber. Da ist die Ordermaske. So, boff, jetzt. So sieht sie nämlich aus. Siehst du? Doch mal rausgefunden. Also auf dem anderen Screen. Ganz cool. Da habe ich den MetaTrader gar nicht offen gehabt. Egal, jetzt ist sie wieder hier. So, also longseitig, wie gesagt, Potenzial leicht aufwärts. Für diejenigen, die ein wenig kurzfristig hier zocken wollen, wäre das eine mögliche Investition, wie gesagt, auf der oberen Seite. Auf der Short-Seite sehen wir natürlich allerdings den langfristigeren Trend. Der ist erst einmal geprägt von Seitwärtspotenzial hier. Wir können natürlich im Tageschart ebenso sehen, und das wäre auch vielleicht eher die Short-Variante. Brechen wir durch das 50er Moving Average, also durch den 50er gleitenden Durchschnitt nach oben, dürften wir Potenzial sehen bis zur 13.1. Brechen wir natürlich hier durchaus weiter abwärts, dürften wir Potenzial sehen, auf Wochenchart-Ebene, bearisches Momentum hier weiter nach unten. Bleibt definitiv dabei und da bin ich ganz ehrlich, horche ich auch gerne, was Markus Koch entsprechend in seinen Berichten hier mit sich bringt. Wir sehen insgesamt eine leichte zunehmende Investitionsbereitschaft und auch ganz klar, das sind seine Worte, diejenigen Investoren, die bisweilen diesen langen Zug auf der Long-Seite verpasst hatten, können natürlich jetzt auf besseren Niveaus dort einsteigen und den Markt nach oben kaufen und in dem Fall hier sehen wir natürlich, dass durchaus hier Potenzial vielleicht auch insgesamt von der breiteren Investorenmasse dort dazu beitragen könnte. Das heißt also auf der Long-Seite im DAX wäre hier, wie gesagt, wäre hier durchaus weiteres an Möglichkeit abzurufen, weiteres an Möglichkeit abzurufen, was wie gesagt hier den Markt dauerhaft gesehen nach oben befördern könnte. Das wären jetzt so die beiden Trading-Möglichkeiten. Wie gesagt, kurzfristig Long, mittelfristig sehe ich nach wie vor eher Short und da hat man natürlich dann genau die andere Seite hier. Das heißt, 2,550 wäre für mich hier
eine Fortsetzung hat natürlich dann immer mit etwas längeren Positionen zu tun. Also genau wie der Markt hier stark sich positiv bewegt hatte, setze ich dann natürlich dann in dem Fall hier damit darauf, dass der Markt, wenn er denn weiter fällt, auch unterhalb der Unterstützungszone dann erneut und weiterhin Druck auf der Short-Seite anzeigen könnte. Also das wäre die Variante hier im DAX noch einmal. Das heißt, da hätten wir jetzt beide Seiten angesprochen. Und damit würde ich erstmal für den jetzigen Moment hier eine Pause machen. Fragen sehe ich keine. Alle hören mir fleißig zu. Kein Teilnehmer sich hier verabschiedet, aber ich habe noch keine neuen Ideen aktuell hier für eine neue Handelsposition. Euro-Pfund bleibe ich, wie gesagt, im Short noch einmal drin. Könnte sich als falsch hier herausstellen. Wie gesagt, Hälfte Position bereits dicht gemacht. Das heißt, der Trade sieht erst einmal weiter gut aus. Und ansonsten würde ich sagen, harren wir hier der Dinge und gucken erst einmal, was geht. Weitere Updates ganz klar, wie gewohnt, hier für Sie als VIP-Kunden auf Telegram. Also viel Erfolg, viel Spaß allesamt, alles Gute.